Lange Schlangen und langes Warten für einen Abstrich in Wiesbaden. Alle, die sich hier einreihen, haben eine Sorge gemeinsam, sich mit Corona angesteckt zu haben. Ich bin von meinem Hausarzt hierher geschickt worden. Genau. Und ich war letzte Woche krank und hatte Fieber und auch Symptome und die gehen einfach nicht weg. Und jetzt war ich so verunsichert, dass ich nochmal angerufen hatte und jetzt bin ich hier hingeschickt worden. Das Testcenter hier gibt es erst seit Montag. Das ist eines von mittlerweile 16 Zentren, das die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen betreibt. Die Mitarbeiter an allen Standorten nehmen jeden Tag rund 2100 Proben und geraten damit an ihre Grenzen. In einigen Testzentren arbeiten die Mitarbeitenden an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Das liegt nicht zuletzt auch an der hohen Zahl von Selbsteinweisern. Leider häufen sich auch Beleidigungen, Ungeduld und Beschimpfungen des Personals. Ausgewertet werden die Proben nicht in den Testzentren, sondern in 5 großen Laboren. Eines der größten deutschlandweit ist Biosensia im rheinland-pfälzischen Ingelheim. Neben anderen Proben laufen hier jeden Tag 14.000 bis 18.000 Corona-Abstriche auf. Viele aus dem Rhein-Main, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir sind am Limit. Also es geht einfach nicht mehr. Und wir müssen uns an der einen oder anderen Stelle auch schon behelfen, weil wir zum Beispiel sicherstellen wollen, dass Patienten, die im Krankenhaus sind, dass die besonders schnell oder besonders zügig eben auch eine Abklärung kriegen, dass wir den Kollegen in Krankenhäusern möglichst zügig Befunde auch übermitteln. Das heißt, wir müssen auch an der einen oder anderen Stelle priorisieren und das tun wir auch. So kann es sein, dass manche Patienten einige Tage auf ihr Testergebnis warten müssen. Hinzu kommen Lieferprobleme bei Labormaterialien auf dem weltweiten Markt. In anderen Ländern ist die Situation genauso. Alle brauchen die Materialien. Die Hersteller haben halt manchmal auch ein Qualitätsproblem, wenn etwas hergestellt ist. Dann können sie eine bestimmte Charge, zum Beispiel von Pipettenspitzen, nicht liefern. Und dann wird das einfach verteilt, sozusagen gerecht verteilt in ganz Europa. Und dann kann es mal passieren, dass bei uns auch mal ein halber Tag oder ein Tag etwas fehlt. Und dann können sie ein Gerätesystem nicht einsetzen. Meist schnellere Testergebnisse liefert Centogene am Frankfurter Flughafen. Hier müssen die Patienten selbst bezahlen, mindestens 59 Euro. Angefangen hat das private Unternehmen mit einem mobilen Labor am Frankfurter Flughafen. Mittlerweile betreibt Centogene unter anderem ein Labor in Frankfurt und schafft so bis zu 6.000 Testauswertungen pro Tag. Wir haben im Juni angefangen, das Labor einzurichten für genau diesen einen Test. Und damit sind alle Prozesse in der Beschaffung, in der Durchführung, in der Produktion optimiert für den Umgang mit dieser Fragestellung. Dadurch sind wir effizienter, wir sind auch flexibler, weil wir keine anderen Aufträge haben. Um die Labore zu entlasten, hat das Robert-Koch-Institut diese Woche seine nationale Teststrategie angepasst. Erkältungssymptome allein sollen für einen Test jetzt nicht mehr ausreichen. Es müssen 3 Kriterien erfüllt sein. Die Symptomatik, zum Beispiel schwerer Husten, Fieber, Atemnot und Störungen des Geruchs und der Geschmackssinns. Zweitens die Frage, ob die symptomatische Person oder ihre Kontaktperson aus den Risikogruppen stammen. Und drittens die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dem Virus ausgesetzt war. Biosensia begrüßt diese Änderung. Insgesamt 1,6 Millionen Tests in der Woche deutschlandweit würden schon jetzt durchgeführt. Das reicht dicke aus, um sozusagen diejenigen, die es wirklich brauchen, auch mit Labordiagnostik zu versorgen, schnell zu versorgen, sicher zu versorgen. Wenn wir jetzt die Menschen rauskriegen, die eben anlasslos sozusagen getestet werden und uns sozusagen den Kanal voll machen. Wer sich in den Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung testen lassen will, sollte also vorher mit dem Arzt oder dem Gesundheitsamt sprechen.